1, 2, 3, 4. Song called Nookie. The phone rings, a ghetto flutter. Free Nookie on a silver tablet. I'm not sure if I want to really. School engaged, married, see it clearly. Was anderes, wenn die Leute auf einmal deine Texte verstehen und dich fragen. Wir haben einen Song über Sex gespielt und da ist in Deutschland noch nie was passiert. Ja, aber beim Soundcheck hat mir der PA-Typ gesagt, das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht sagen. Das ist Amerika, Mann. Ja, aber beim Gig lief's gut. Es war okay. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. A, eine gute Zeit, tolles Konzert, wir haben eine Menge super Bands gesehen, nette Menschen kennengelernt, unseren Fuß in die Tür der amerikanischen Plattenindustrie bekommen und schauen wir mal, was drauf wird. Da kam ein Typ auf mich zu, der hat ein Gesicht, als wenn ich $5,000 schulde. Und sagte zu mir, das wäre das größte Konzert, was er dieses Jahr gesehen hätte. Ob wir CDs dabei hätten, klar, habe ich ihn gefragt, wer er ist. Hat er mir so eine Karte gegeben, da stand Präsident drauf. Von der Firma, muss man ja nicht sagen. Und ja, ruft mich Montag an und dann war er weg. Unserem Manager und unserem Produzenten dieses Ding gezeigt und die waren echt, kriegten alle glänzende Augen und alles klar. Ne? Und der Typ war sehr ernst. Also es war kein Schwätzer. Cause I'm a
bisschen so, wir hatten den Bezug zum Publikum verloren. Weißt du, wir waren eigentlich nur eine Studioband. Und obwohl wir natürlich auch irgendwie letzte Platte 120 Gigs gemacht haben. Diese neue Platte ist deswegen, sind wir deswegen so stolz drauf, weil die ist das erste Mal wieder live orientiert. Die ist für Menschen gemacht und nicht nur für unser Ego. Ne? Ist ein Hammer. Produzent war toll, geht mehr nach vorne. Live-Show ist ganz anders geworden. Rundum Erneuerung sozusagen. Das ist eine super Platte, um sich mal richtig die Ohren frei zu pusten, wenn man das mal sagen darf. Still.